Sie sind hier 1. November 2018, 10.55 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Christian Heidel hat auf die Kritik von Dietmar Hamann reagiert. Urheberrecht Getty Images. TV-Experte Dietmar Hamann übt scharfe Kritik an der Leistung von Schalke 04 gegen Leipzig. Das lässt Schalke-Manager Christian Heidel nicht auf sich sitzen. Christian Heidel, Manager von Vizemeister Schalke 04, hat die harsche Kritik des TV-Experten Dietmar Hamann bissig gekontert. Ich weiß nicht, was mit Hamann im Studio los war, sagte Heidel nach dem 6:5 im Elfmeterschießen im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim 1. FC Köln, er hat es nicht verstanden, deshalb sitzt er auch im Studio und nicht auf der Trainerbank. Ex-Nationalspieler Hamann hatte die Schalker Spielweise nach dem jüngsten 0:0 in der Liga bei RB Leipzig bei Sky als unterirdisch und blamabel bezeichnet. Diese Bewertung störte Heidel, sie sei ungerecht, sagte er und betonte, unsere Idee war, in Leipzig zu punkten. Alle, die versuchen, in Leipzig mitzuspielen, gehen unter. Die kriegen 4, 5, 6 Dinger Anzeige, jetzt das Trikot von Schalke kaufen, hier geht es zum Shop Schalke in Leipzig. Defensive in Leipzig hatten die Schalker sich nahezu komplett auf die Defensive beschränkt, das Kurzpassspiel und das Zentrum gemieden. Dass das nicht schön aussieht, verstehe ich total, sagte Heidel. Doch mit dieser destruktiven Herangehensweise hätte S04 den Sachsen die größte Stärke komplett genommen, betonte er. Es war mir nochmal wichtig zu betonen, dass wir komplett falsch weggekommen sind in diesem Spiel, von Sportinformationsdienst.